mir mal Kopflampen mit. Das ist angenehm. Das sind auch gar nicht, die sind gar nicht mal schlecht. Und weißt du, was das Beste ist? Die waren billig. Ja. Die waren richtig billig. Also ich sag dir ohne Scheiß, wie das war. Ich habe 2 Stück für 16 Euro bestellt. Dann haben die mir einen Gutschein mitgeschickt über 20 Euro über Amazon. Und die Lampen natürlich. Ja, das war ja richtig billig. Da habe ich eine gute Bewertung abgegeben. Weil die so billig waren, kann man einfach so machen. Ja, dann kannst du einen auf White und einen auf... Ja, was meinst du, was das an Licht in die Bude bringt? Ja. Da kannst du doppelt so schnell arbeiten. Siehst du, wie hell das ist? Ja, man sieht gar nichts. Die sind mega hell. Und die kannst du mit Micro-USB-Kabel so aufladen. Wahnsinn. Und dann kannst du auch einen so und einen so. Wo wirst du heute hell zum Arbeiten? Guck mal, das ist geil. Habe ich gestern angebaut. Da kannst du die schönen Bosch-Akkus... Wie, das blinkt ganz fürchterlich. Dann. Ja, das ist... Ach so. Das ist kein Plastik. Das ist ja Kunststoff. Nein. Das ist Kunststoff. Das ist kein Billigschrott. Das ist von Amazon. So. Da kriegen wir nichts für, dass wir das hier promoten. Aber wie geil man dann schön... Ne, den muss ich jetzt hier nochmal abmachen. Das sind die beiden 5,5 Ampere. Und dann haben wir noch 2 Ampere. Jetzt kannst du ja nochmal einen Akku dazu kaufen. Ich? Dann hätten wir 5, weil das nervt mich, wenn einer frei ist. Das ist blöd. Ja, das ist Blödsinn. Ich musste nur andere Schrauben nehmen. Eigentlich sind da so lange bei. Nur die USB-Platten sind ja nur 2 oder 2,1 cm dick. Da musste ich normale Spackschrauben nehmen. Die normalen. Und der sitzt bombenfest. Das ist doch ein schöner Anblick, oder nicht? Ja, es ist schön. Sag mal, muss man denn die Original-Akkus kaufen oder kann man einfach die billigen nehmen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe nun die normalen. Das sind deine, die sind die normalen mit 2 Ampere. Die kleinen, aber die sind gut für die Akkuschrauber. Die hier, das sind die 5,5. Die habe ich mal dazu gekriegt. Das ist ein Pro-Deal. Ach so. Und dann habe ich den Pro-Core, weil das ja ein Pro-Deal ist, habe ich den 5,5er dazu gekriegt. Ich habe noch nie einen Akku gekauft. Man kriegt immer was umsonst bei Bosch. Aber du zahlst natürlich auch Schweinegeld für die Geräte, ne? Harry, yes, so wie ich. Hier, sowas zum Beispiel. Wer braucht so einen Quatsch? Warte mal. Wollen wir jeden Tag? Nein, ich finde, das sind gute Geräte und die Akkus, die halten auch echt lange. Guck mal, wir nehmen 5,5er, nehmen wir lieber in die Lampe, weil dann hält die eigentlich den ganzen Tag. Ja, stimmt. Da hält die wirklich und das Ding ist sauhell. Saumäßig hell. Gewisse Lumenwerte. Da sind Lumen, also. Da sitzt ein richtig Lumen hinter. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie hell die ist. Yes. Hier, ich kann die mal in die Kamera leuchten, dann siehst du das. Boah, da siehst du nichts mehr. Nee, das stimmt. Machen wir wieder normal. Du musst länger drücken, so ein bisschen so, und dann geht die gedimmert. Da das habe ich nicht gewusst. Nee, das weiß man auch nicht. Ich habe die ja gekauft und dachte, ja, die soll man dimmen können. Wo ist denn der Dimmschalter? Und dann, bis ich rausgekriegt habe, dass du gedrückt halten musst. Alles, was ich kaufe, lasse ich doch nicht erst gedrückt. Wenn man dann. Ja, kommst du doch nicht drauf. Nee, aber ich bin wirklich froh über den neuen Rack. Das ist ein richtig geiles Teil. Wir machen den Link mal unten in die Beschreibung. Normal machen wir das nicht. Wir sind hier keine Werbeveranstaltung. Wobei das wie ich aber auch ein Top-Produkt ist. Ne? Also da gibt's nichts. Ja. Da lasse ich auch nichts drauf kommen. Hier, muss man hören. Hier. Die passt ja auch sauber rein. Das ist eine Stahlplatte. Ja. Das ist so dick, das ist so alte Schiffsstahl. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich Metall ist. Ja, was soll das denn sonst sein? Nur weil das schwarz angemalt ist? Ja, doch. Das ist Metall. Und die sitzen da sauber drin, ne? Also, muss man sich wie wundern, ne? Und ich habe den 5er genommen, weil falls wir nochmal einen Akku dazu holen. Ist noch eine andere Größe? Ja. Es gibt 4 Ampere, die Pro-Coden. Und dann gibt es noch hier 8 Ampere. Was? Ja. Für hier zum Beispiel den großen Drehschlagschrauber, den wir haben. Mit den 1000 Newtonmetern. Offiziell braucht er normal 8, um volle Leistung zu haben. Mit seinen. Du, der hat 1700 Newton Lösemoment. Ja. Harry, yes, das ist aber, da kannst du ein Schiff mit auseinandernehmen, du. Hey. Ja, natürlich. Ja. Dann knallt die Schrauben so weg. Und wenn nicht, dann reißen die ab. Ist auch gut. Und das ab ist ab. So.
Dann gibt es noch 12 Ampere. Was meinst du, was das für dicke Brocken sind? Der 12 Ampere, der ist ja so. Das ist ja geisteskrank. Ja. Den brauchst du auch nur für wirklich ja so für enorme Tätigkeiten. So was machen wir gar nicht. Die Stemmhammer, die großen Bosch-Hämmer, die haben, da gibt es welche mit 7 Joule und da gibt es auch einen mit 12 Joule. Da kannst du Plattenbaum mit abreißen. Ja. Ja, natürlich. Ja. Der knallt dir alles weg. Und da brauchst du natürlich auch einen dicken Akku, aber die Dinger, die mit 7 Joule, die wiegen ja schon 5, 6 Kilo, das Teil, ohne Akku. Und da sollst du den ganzen Tag mit arbeiten. Na, herzlichen Glückwunsch, habe ich nicht gekauft, das ist viel zu schwer. Das ist echt schwer, ne? Wobei du wirklich, da kannst du so einen Spiralbohrer, es gibt ja Betonbohrer, Durchmesser 40, 50 Millimeter. Der jagt dir so durchs Fundament durch. Wahnsinn. Ne? Ich habe im Keller das Loch durch, habe ich von Sven ausgeliehen. Das war in einer Minute durch die Kellerwand, so dicke Wand durchgebohrt. Da gibt's nix. Nee, von daher, also das wollte ich dir doch eben zeigen. Ist doch schön, ne? Oder? Ja. Guck mal, du nimmst die hier raus, zack. Und dann kannst du die hier aufladen. Das habe ich auch an die Wand gemacht. Zack. Da brauchst du auch nicht mehr lange rumdiskutieren. Siehst du, zack, aufgeladen, wieder raus und hier wieder rein. Dann weiß man, wenn die hier drin sind, sind die voll. Ja, Wahnsinn. Da brauchst du nichts draufschreiben, nichts. Die sind dann voll. Also doch nicht mit Edding jetzt. Nein, das war eine blöde Idee. Habe ich doch mal drüber nachgedacht, will ich nicht. Geh mir da nicht mit Edding bei jetzt. Das ist ein schönes Gerät, wie ich. Kann ich nur empfehlen, weil der Doppelaufnahme. Der hat 4-Kant, 1/2 Zoll und dann hat er noch hier drin 6-Kant. Da kannst du die Bits rein tun, ne? In der Mitte kommt der Bithalter. Siehst du das? Der passt da so rein. Und außen kommen die Schlagnüsse. Zack. Siehst du das? Mhm. Schön, ne? Da brauchst du nur noch einen Akku. Das geht so fix hier, weil man hat alles. Der hat Licht und alles, so wie ich. Der kann drei Geschwindigkeiten. Für jeden was dabei. Wahnsinn. Ja, ich nehme nur die Gedore. Die Gedore. Das sind eigentlich die besten. Gehen wieder hin. Ja, Ordnung muss sein, das ist so. Weil sonst kommst du ja zu nichts. Suchst du morgens deine Akkuschrauber? Ne, komm, hör mir auf. Musst du nicht eigentlich mal neue G-Tags haben? Was ist das denn überhaupt? Die sind abgeflattert. Ja, dann schmeißt die doch weg. So, wir haben ja hier die Lieferung gekriegt von Firma G-Tag. Also G-Tag heißen die. Jetzt pass mal auf. Hier sind auch noch welche von Precision, aber wir nehmen jetzt G-Tag, weil die sollen wir auch nehmen. Das Gute bei den G-Tags ist, die werden aus alten Plastikflaschen hergestellt. Da ist nichts mit Ressourcen und alles. Es gibt genug Plastik auf der Welt, man muss es sich nur nehmen. Kleinschreddern, wieder zusammenkleben und dann kannst du hier, dann hast du die die sind top. Das sind ja die dünneren, das sind die 330er. Nee, dann ich will immer nicht so dünne. Dann gibt es noch die 530er, die sind mittel. Diese sind aber eher glatter. Die 330er, die 530er sind mehr so Schaum. Und dann gibt es noch die dicken Schaum, das sind die 8150. Ja, yes, das war eine Nummer. Die sind richtig, das sind Winter. Siehst du auch hier. Die sind mit Feinripp sozusagen. Nee, die sind gestrickt. Siehst du, wie die gestrickt wurden? Wahnsinn. Und das alles aus alten Flaschen. Welche hast du? Ja, aus Flaschen. Die werden aus Flaschen gemacht. Von Flaschen für Flaschen. PET. Achso. Die kannst du, wenn die kaputt sind, kannst du die auch in Pfandautomat wieder tun. Nee, das ist Quatsch. Das ist ja Quatsch. Aber guck mal, die willst du nicht so dünne haben, dann nimm doch die hier. Ja, dann nimm du die, was ja. Du willst. Ja, vielen Dank. Ja, bitte. Wir brauchen da rein noch einigermaßen. Schmeiß weg, du Scheiße. Das ist wie bei der Abwrackprämie. Du schmeißt die alten, die nicht recycelt wurden, die schmeißt du lieber gleich weg und nimmst neue, recycelte Handschuhe. Weil das ist besser für die Umwelt.
Das ist Sinn dahinter, das hinter der logisch. Ganzen Sache. Ja. Das ist sehr, sehr logisch. So, wo malt man das hier hin? Blinkpenner. Wie heißt du denn überhaupt? Hans. Hans-Joachim Fuzzi. Bist und bleibst ein Fuzzi. Hast jetzt deine blöden Handschuhe beschriftet. Dann musst du ja mal wie lange mal. Brauchst du denn dafür? Du musst hier fünfmal rübergehen. Das ist ja schrecklich, das kann doch nicht sein. Ey! Mann, der Fuzzi. Ich hab nichts für. Wenn das man halten tut.